in Kassel geht man davon aus, zumindest auf Seiten des Magistrats und in Seiten Sondheimer und Gesundheitsamt auch Hessen im Klinikum, dass das Kurzzeitgedächtnis in Kassel verschwindend gering ist, dass die KIMS, Kassel International Management School, ich habe kurz und richtig in Erinnerung habe, die Pleite mit circa einer gut 2 Millionen stelligen Euro-Verlusten, die die KIMS eingefahren hat. Man kann sich streiten, was man da einrechnet. Am Ende war irgendwas mit 4 Komma stand in der Ziffer. Die KIMS ist ja dann auch mal entlastet worden, dass nachher die Universität Kassel Teile davon übernommen hat und fortgeführt hat. Jedenfalls ist das mit einem riesen Verlust in die Hose gegangen und man muss ja eigentlich als Verlust auch noch die Investitionskosten während des laufenden Betriebes dazu rechnen. Also wenn man die Investitionen, verloren gegangenen Investitionen auch der privaten Firmen, die sich da engagiert haben, kommt man auf einen zweistelligen Millionenbetrag, mindestens zweistelligen Millionenbetrag, der hier einfach verschleudert worden ist, der den Studenten wenig gebracht hat und den Kasper Bürgern schon mal gar nichts. Es gibt wenige Universitäten, die in Deutschland privat geführt werden. Wir als Linke haben die Position, dass Studentenausbildung und Schaffung qualifizierten wissenschaftlichen Personals Sache der Länder und der staatlichen Universitäten ist und keine Aufgabe von Privatleuten. Nun ist es nicht verboten, private Hochschulen aufzumachen. Jeder, der meint, damit Geld verdienen wollen und zu können, kann eine private Hochschule gründen. Es gibt 2 Institutionen, die das gemacht haben. Einerseits sind das die Anthroposophen, die haben schon seit 20 Jahren eine medizinische Hochschule in Bitten-Herdecke, die vor 3-4 Jahren am Rande des Ruins lag. Wirtschaftliche Katastrophe und mit vielen Millionen aus dem Fonds anderer anthroposophischen Einrichtungen dann wieder künstlich zum Leben erweckt worden ist. Wir haben eine 2. funktionierende private Universität mit einer kleinen Zahl von Studenten, wohl auch sowas um die 40 Studenten pro Jahr dann. Der Asklepios Kliniken, die sitzt in Hamburg, arbeitet zusammen mit der Semmelweis Universität in Budapest, Ungarn. Und jedenfalls zahlt man da auch seine 1000 Euro Studiengebühren ungefähr im Monat und kann sich dort ausbilden lassen. Ob das Ding in Hamburg wirtschaftlich betrieben werden kann, keiner weiß es, weil Asklepios veröffentlicht darüber nichts. Das ist wohl auch eine unselbstständige Tochter GmbH dieses Medizinkonzerns und die sind nicht gehalten, darüber irgendwelche größeren Auskünfte zu geben, ob die Gewinn oder Verlust mit ihrer Klinik machen. Für die ist es natürlich auch eine Repräsentationsgeschichte, ihre eigenen Klinik vorweisen zu können. Insoweit muss das Ding in Hamburg auch nicht unbedingt schwarze Zahlen schreiben. Hier in Kassel sieht es jetzt so aus, dass wir heute die Rechtsausschusssitzung hatten, vorgestern wohl Finanz- und Grundsatzfragen, wo das Thema verhandelt worden ist. Alle Fraktionen außer uns haben sich dafür ausgesprochen, so eine Kassel School of Medicine zu gründen. Gründungskosten für die ersten 5 Jahre auf jeden Fall ca. 5 Millionen Euro. Die Kosten sollen kommen aus Studiengebühren von 12.000 Euro. Diese Studiengebühren dürften gelogen sein, weil die Kooperation läuft mit der Englischen Hochschule in Southampton. Wenn man auf die Webseite der Hochschule in Southampton sieht, steht da was von Studiengebühren von mindestens 12.000 Euro, ohne weitere Kosten, ohne Materialien. Geht man dann davon aus, wer Englisch lesen kann, ist ein Vorteil, dass die tatsächlichen Studiengebühren auch erheblich höher sein können. Dazu kommen natürlich eben auch die ganzen Lebenshaltungskosten, Unterbringungskosten in England, Krankenversicherungskosten, wie auch so. Also die 1.000 Euro pro Monat muss man mindestens als Gebühren erstmal einkalkulieren als Student.
die Universität sagt, auch für den fortgeschrittenen Semester, die Führung sich auf bis zu 30.000 Euro pro Jahr steigern können. Kann man sich überlegen, wer in Deutschland in der Lage ist, das zu zahlen und seine Kinder zu gönnen. Wenn am Ende diese Universität schwarze Zahlen schreiben würde für 24 Studenten, könnte man ja noch denken, das ist ein Schnäppchen. Gegenwärtig läuft aber auch die ganze Finanzierung mit einer großen Milchmädchenrechnung, dass nämlich Sponsorenmittel, Drittmittel einkalkuliert sind, wo es bisher überhaupt keinen Ansatz gibt, dass die Stadt Drittmittel und irgendwelche Sponsoren findet, die sich mit mehr als wenigen Centbeträgen an dieser Einrichtung reichen würden. Es wird begründet damit, dass man damit Studenten und ärztliches Personal an die Stadt Kassel binden will. Ich habe heute gefragt, wie will man das machen, welche Vertragskonstellation man sich vorstellt auf Ebene der Gesundheit Nordhessen, dass die Studenten, die an dieser Hochschule ausgebildet werden, nachher auch in Kassel bleiben. Ob die SPD hier noch beabsichtigt, die Schuldknechtschaft einzuführen für längere Zeit, ob sie sich mal erkundigt hatten, wie das mit der Rechtsprechung zum europäischen Recht ist, dass man also langfristige Ausbildungsverträge nachher auch an langfristige Arbeitsverhältnisse knüpfen kann. Darüber konnte der Magistrat und wollte der Magistrat keine Auskunft geben. Er hat keine Auskunft gegeben über das Geschäftskonzept, was er zwei Gutachterinstituten vorgelegt hat. Er hat die Gutachten zweier Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsberater, die ihm angeblich vorliegen, nicht veröffentlicht. Es gibt inzwischen schon einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule in Southampton. Ich habe gefragt, ob man diesen Kooperationsvertrag lesen kann. Auf dieser Kooperationsvertrag besteht keine Bereitschaft, diesen Vertrag herauszugeben. Das heißt, hier werden Millionen absehbar verblasen für ein völlig untaugliches Zweck. Wir haben uns ja schon öfters damit befasst und haben uns alle noch verschiedentlich publiziert. Ich möchte das nicht alles jetzt im Detail wiederholen. Ich denke, wir müssen viel mehr noch hier herausstellen. Es ist eine in Deutschland einzigartige Tatsache, dass ausgerechnet SPD und Grüne für ein Bezahlstudium sich stark machen, das mindestens 1.000 Euro Gebühren pro Monat kosten soll und das im Übrigen nur für eine kleine Schar von äußerst gebildeten Menschen in Frage kommt, deren Eltern sich das leisten können, ihren Nachwuchs zum Arzt auszubilden, weil er anderswo in Deutschland an Numerus Clausus Schwierigkeiten gescheitert ist. Ja, vielleicht von meiner Frage, wer ist für den Magistrat aufgetreten zu bilden? Für den Magistrat ist heute aufgestellt das älteste Mitglied des ehrenamtlichen Magistrats. Adele Sandrock. Stadtrat Sandrock. Der ist bei euch? Der wird wahrscheinlich aufgeschlagen. Weil alle Kanzlermagistratsmitglieder verhindert waren. Es war auch von der Kämmerei nur ein nicht informierter Sachbearbeiter anwesend. Das zeigt, welche Bedeutung diese Stadtverwaltung seit Organen, seit Ausschüssen und den Stadtverordneten zubilligt, die sich beratend und vorberatend mit den entscheidenden Themen befassen, zeigt aber auch den Stellenwert, dass die Entscheidungen nicht vom Stadtparlament getroffen werden, sondern von der Stadtverwaltung selbst, nämlich von dem innersten Kreis, von Hilden, Bartel und den Grünen um Anne Jans. Die machen das unter sich aus und die Stadtverordneten und die Fraktionen von SPD und Grünen haben das nur noch abzunicken und nicken, wie das Zeug hält. Ich würde gerne eine Ergänzung machen, weil wir dann die Vereinbarung haben, dass er zwischendurch für die Diskussion abgeschaltet wird.
Das hatten wir vorher vereinbart, bevor du gekommen bist. Bevor du gekommen bist. Zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte. Also das eine ist, Axel hat völlig zu Recht, und das sollte für uns der Schwerpunkt sein, darauf hingewiesen, dass es ein Unikum ist, dass Rot-Grün hier eine Privatuni mit Studiengebühren installiert. Ich finde, dass das nochmal durch den Umstand unterstrichen wird, dass wir hier in Hessen die Situation hatten, dass Rot und Grün gemeinsam mit den Gewerkschaften Unterschriften gegen Studiengebühren gesammelt haben und dann im Landtag diese Studiengebühren abgeschafft haben. Aber und Studiengebühren, jetzt, die doch wesentlich geringer waren und überhaupt nicht vergleichbar mit 1.000 Euro pro Monat. Und jetzt nichts Besseres zu tun haben. Das ist das eine, worauf ich hinweisen wollte. Und das zweite ist, wir kennen das alle, wenn in dieser Stadt irgendjemand irgendein Projekt möchte oder braucht, dann heißt es immer, wir haben kein Geld. Die Gründung dieser privaten Universität ist komplett kreditfinanziert und es steht in der Vorlage auch ausdrücklich drin, dass mit dieser Kreditaufnahme, die die Gesundheit Nordhessen Holding durchführen muss, ihr Handlungsspielraum eingeschränkt wird. Das sind zwei Punkte, die ich noch ergänzen wollte. Ich finde, dass wir in den Mittelpunkt definitiv stellen müssen, die Geschichte mit den Studiengebühren, weil das sozusagen das aus meiner Sicht politische Argument ist. Alles andere ist richtig, aber im Grunde genommen sortiert sich drumherum. Ich finde es ehrenvoll für mich, dass ich als ehrenamtliches Magistratsmitglied nicht gefragt worden bin, in euren Ausschuss zu kommen. Denn ich war die Einzige im Magistrat, die gegen diese Vorlage gestimmt hat. Und wahrscheinlich wäre das etwas kontraproduktiv, wenn sie mich schicken würden. Ne? Und ich hatte in der Argumentation mich auch besonders auf die Studiengebühren konzentriert. Insofern stimmt das gut überein. Die anderen nicken alle brav ab. Und die CDU kommentierte das dann. Weil sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, hier als Linke. Ne? Deshalb ist das so lange rausgezögert worden. Das war der einzige Kommentar zu meiner Ansicht. Das nennt man Demokratie. Ja, Tio. Genau. Ich wollte nur sagen, das ist es jetzt eigentlich. Und wenn es keine Fragen gibt oder Anmerkungen. Also bei Salzmann gab es die Situation, dass die CDU kurzfristig eine umfangreiche Anfrage eingebracht hat. Und letztendlich macht diese umfangreiche Anfrage nochmal deutlich, und das ist immer wieder genau im Anschluss bei dem Thema von eben, den Kennzeichen von irgendwelchen politischen Entscheidungen, die was mit Privatisierung zu tun haben, beziehungsweise eben auf Privatisierung hinauslaufen, dass denjenigen, die entscheiden sollen, angeblich verantwortlich darüber entscheiden sollen, nämlich dem höchsten Gremium der Stadt, den Stadtverordneten, immer nur die Hälfte erzählt wird. Das heißt, diese Fragestellung, die die CDU jetzt auf die letzten Meter eingebracht hat und die dann kurzfristig noch nicht mal in der Ausschusssitzung, sondern schriftlich mit dem Protokoll, das heißt, die Erkenntnisse der Antworten haben in der Beratung überhaupt keine Rolle gespielt. All diese Antworten hätten eigentlich in einer umfangreichen Magistratsvorlage stehen müssen, wenn denn die Stadtverordnete darüber tatsächlich entscheiden soll. Und dazu gehört dann eben auch, dass der Magistrat in der Ausschusssitzung gesagt hat, ja, es gäbe einen Erläuterungsbericht des Investors vom Oktober 2010. Und dann hat unser aller Oberbürgermeister Hilde gesagt, wir wollten ja auch wissen, was der Investor vorhat. Und uns hat ja auch interessiert, welche Mitmieter es geben würde. Ich habe dann gefragt, ob wer wir ist und uns, weil das ja möglicherweise die Stadtverordneten auch interessieren könnte. Und das ist dann aber ganz klar gesagt worden, dass dieser Bericht ist für den Magistrat, den kriegen wir nicht. Wir haben als Kasseler Linke ja immer gesagt, dass wir im Hinblick auf Salzmann, also auch als da noch eine Multifunktionshalle in der Debatte war, das auf jeden Fall anders beurteilen oder beraten würden als eine Multifunktionshallen-Neubau, den die Stadt ursprünglich mal an der Aue vorgehabt hat. Weil wir gesagt haben, natürlich ist es für einen Stadtteil wie Bettenhausen nicht egal, ob er sich entwickeln kann und wie er sich entwickeln kann. Und es kann ihm auch nicht egal sein oder es kann der Stadt nicht egal sein, wenn so ein Kulturdenkmal wie Salzmann da verfällt.
Wiewohl ich an dieser Stelle darauf hinweisen will, dass die Stadt überhaupt kein Problem damit hatte, die Kakaofabrik verfallen zu lassen und auch überhaupt kein Problem damit hat, das Heimbad Ost im Moment kräftig verfallen zu lassen, welches in städtischem Besitz ist. Zwischenruf, das ist das Fatale. Also das Infam eigentlich, die Kakaofabrik benutzt Hilgen, um Druck zu machen im Magistrat zum Beispiel, wenn man das ablehnt oder sich enthält, geht Salzmann so wie dieser Kakaofabrik. Ja, also gut. Muss man gar nicht sagen. Also da haben wir gesagt, deswegen beurteilen wir das anders. Das Problem ist allerdings, dass wenn wir dann eine Entscheidung zu treffen haben, bei der offensichtlich, also erstens nicht mit offenen Karten gespielt wird und es deswegen zweitens einen sehr begründeten Verdacht gibt, dass die Interessen des Investors stärker Berücksichtigung finden als die Interessen der Stadt, den Stadtteil zu entwickeln und möglicherweise Verwaltung in irgendeiner Weise zu bündeln. Da kann man über alles reden. Aber wenn das so abgewickelt wird, dass man denkt, aha, jetzt muss irgendwie der Investor da sein Projekt durchkriegen und da muss alles angepasst werden. Und es darf das, was stört, fragen, das soll alles nicht stattfinden. Dann kann man dem nicht zustimmen. Ich habe als Angebot im Ausschuss einen Änderungsantrag gestellt. In der Vorlage des Magistrats stand drin, der Magistrat soll ermächtigt werden, einen Mietvertrag abzuschließen, einen Mietvertrag langfristig mit dem Investor zu machen. Und da habe ich gesagt, wenn das ernst gemeint ist, dass der Magistrat will, dass wir als Stadtverordnete das unterstützen und mittragen oder wie auch immer, dann soll das geändert werden, der Magistrat wird beauftragt, einen Mietvertrag auszuhandeln und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. So, und dann soll er das machen und dann gucken wir uns das an. Und dann sagen wir, das rechnet sich oder das rechnet sich nicht oder das rechnet sich für den Investor zu sehr und für die Stadt zu wenig oder wie auch immer. Und das Gegenargument war lustig. Das Gegenargument lautete nämlich, ja, das macht der Magistrat ja sowieso nie. Wir mieten dauernd irgendwo Büroflächen an und dann brauchst du ja auch keinen Stadtverordnetenbeschluss. Also da wurde dann besonders auf die Kurt-Schumacher Straße hingewiesen, wo fast vergleichbar große Flächen angemietet worden sind. Aber ich sage mal so, dann ist es einfach. Also entweder möchte der Magistrat eine Stadtverordnetenentscheidung für eine große Anmietung und er legt uns ja eine solche Vorlage vor, dann muss er sie vernünftig begründen und die Karten auf dem Tisch liegen. Oder aber er will es, was er natürlich darf, in eigener Verantwortung machen. Dann soll er uns aber mit so einem Mist wegbleiben. Inhaltlich ist dazu zu sagen, dass es eine umfangreiche Berechnung gibt im Hinblick auf die Frage, wo die Risiken sind. Sie sind ja jetzt ganz stolz darauf, dass Sie die Risiken immer berechnen. Fakt ist nur, dass diese Berechnung völliger Kokolores ist und absolute Makulatur, weil sie darauf beruht, den Eingangsmietpreis, den man jetzt mit dem Investor Rossing vereinbart hat, über die gesamte Laufzeit zugrunde zu legen. Nee. Aber ja. Mietanpassung. Mit einer Anpassung, über die nicht weiter geredet wird. Ja, aber die Kalkulation. Die Kalkulation hat der OB gesagt, ich habe nachgefragt im Magistrat, der OB und der Kämmerer, die haben gesagt, natürlich kommt eine Mietanpassung rein. Marlies, ich habe nicht gesagt, dass Sie das nicht sagen. Die Kalkulation für das Risiko. Also mal abgesehen davon, dass sie nicht nachvollziehbar ist. Ich habe mit einem Journalisten telefoniert, der hat gesagt, ich habe mal das versucht nachzurechnen. Kann man nicht nachrechnen. Aber ich habe im Ausschuss gefragt, die Kalkulation basiert auf diesen Eingangszahlen. Und dann habe ich gefragt, wird doch eine Dynamisierung geben. Ja, die wird es geben. Er hat gesagt, die verändert doch die Rechnung, das müssen wir doch wissen. Ja. Wie verändert sie die Rechnung? Das wird nicht vorgelegt. Und deswegen ist die Kurve der Mietsteigerung so oder so? Geht sie so oder so? So, und wenn es eine Dynamisierung gibt, dann berechnen sich die Risiken doch völlig anders. Und das, weil dies nicht in die Berechnung eingeflossen ist, vor allem nicht nachvollziehbar eingeflossen ist, das ist der Knackpunkt, die können Sie immer was vorrechnen, ist diese gesamte Rechnung über die Frage der Kosten reine Makulatur. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, der diese Geschichte zur absoluten reinen Makulatur macht. Wenn man sich das nämlich durchrechnet, findet man nirgendwo die Frage geregelt, wie hoch eigentlich die Umzugskosten sind. Wie hoch eigentlich die? Umzugskosten sind. Die tauchen überhaupt nicht auf. Und wenn die 5.000 Quadratmeter Bürofläche umziehen wollen, da kommen aber 3,80 Euro zusammen. Findet sich in der ganzen Vorlage kein einziges Wort zu. Es gibt dann natürlich auch immer noch diese
die Kleinigkeiten. Also ich sage mal, zu den Kleinigkeiten gehört, dass dieser Deal mit der Eishalle offiziell keine Erwähnung findet. Ja, dass Rossing sagt, er will mächtig in die Eishalle investieren. Also ich sage mal, wenn das wirklich ernst gemeint würde, dann könnte man sagen, wir legen euch jetzt zwei Verträge vor, die werden parallel abgeschlossen. Ja? Dann würde das ja Sinn machen. Redet natürlich keiner drüber und ich persönlich glaube in 100 Jahren nicht daran, dass Rossing den zweistelligen Millionenbetrag, über den da geredet wird, tatsächlich in die Eishalle investiert. Erst wenn auch unsere zweistelligen. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, wo ich denke, merken die Grünen eigentlich noch irgendetwas? Merken sie noch irgendwas? In der Vorlage steht drin, die erforderlichen Stellplätze für die Nutzung als technisches Rathaus, mit Stellplätzen sind also Parkplätze gemeint, sind Fördergegenstand der Städtebauförderung und daher der Stadt Kassel unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Was bedeutet das? Also logisch ist natürlich, wenn die Stadt Kassel mit Städtebaufördermitteln diese Parkplätze baut, dann hat sie keine Lust, beim Investor noch Miete dafür zu bezahlen. Das ist ja noch schlau verhandelt. Aber der Skandal, der daran liegt, ist der, dass mit Städtebaufördermitteln uns im Kasseler Osten nichts Besseres mehr einfällt, als Parkplätze zu bauen. Städtebaufördermittel für Parkplatzbau, das ist wirklich das Hinterletzte. Das ist wirklich das Hinterletzte, was man eigentlich machen kann und hat mit grüner Programmatik Luschow gar nichts zu tun. Also unterm Strich, mein Änderungsantrag ist von FDP und CDU unterstützt worden und SPD und Grüne sind sich ihrer Mehrheit aber sicher. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch noch sagen, dass unser designierter Stadtbaurat versprochen hat, dass es unter seiner Ägide substanziellere Vorlagen geben würde, als das, was uns hier zu Salzmann vorgelegt worden ist. Das weist aber einmal mehr darauf hin, dass die sich offensichtlich und bei Rot-Grün jetzt darauf abgesprochen haben, dass in dieser Karenzzeit, wo Bartel da regiert, schnell alle hässlichen Projekte durchgebracht werden. Das ist für die Grünen ganz praktisch, weil sie allen jetzt zunicken können und sagen, es war der Bartel. Und weil dann, wenn Christoph Neuler im Amt ist, kann er dann sich den schönen Dingen des Lebens widmen. Das hat natürlich mit verantwortlicher Politik und Programmatik hat das natürlich nichts zu tun. Soweit an dieser Stelle von, achso, eins noch vielleicht, es ist so ein bisschen in der Diskussion gewesen, das will ich am Rande erwähnen, inwieweit eigentlich die Kalkulation des Investors realistisch ist und wie hoch die Mieterhöhung ausfallen muss, damit sich das für ihn rechnet. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil die Mietfläche, die die Stadt von dem Gebäude nimmt, ja nur im Prinzip die Hälfte ausmacht und man dann nicht weiß, wie viel Flächen für wie viel Euro den Meter vermietet, kann der Investor tatsächlich noch an andere vermieten oder nicht. Und das beeinflusst eine Kalkulation natürlich sehr und würde dann, wenn wir dieses Argument allzu sehr ausschlachten, dann auch dazu führen, dass man sagen, eigentlich stochert ihr im Nebel und spekuliert. Eine Geschichte fällt mir dann doch noch ein, auch nur so am Rande, die aber nicht unwesentlich ist, wo wir noch werden darauf achten müssen. Das wird jetzt beschlossen, aber wir werden darauf achten müssen, weil das ist ja damit nicht zu Ende. Die Stadt Köln hat auch so einen privaten Deal mit dem Technischen Rathaus gemacht. Und die haben sich damit fürchterlich, das kann man nicht anders sagen, auf die Schnauze gelegt. Da ist hinterher recherchiert worden und da hat sich herausgestellt, also dass da eben für eine durchgängige Miete bezahlt worden ist, wo überhaupt nicht differenziert worden ist, ist das jetzt Büroraum oder Verkehrsfläche. Also da sind dann Medien hinterhergegangen und haben das mal nachgemessen und haben dann festgestellt, dass die Stadt Köln für jede Besenkammer, für jede Treppenstufe, für jeden Winkel und für jeden Meter Flur überall dasselbe bezahlt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich diese Vorlage richtig lese, habe ich den Eindruck, das geht hier in eine ähnliche Richtung. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal dann nachfassen müssen. Wir müssen uns einfach politisch darüber im Klaren sein, Rot-Grün hat sich fest vorgenommen, im Windschatten des Haushaltes, also der großen Haushaltsdiskussion am kommenden Montag, diese drei Projekte, über die wir geredet haben, also Salzmann, die Medical School und eben auch den Tüger-Deal hier schnell über die Bühne zu bringen. Nach dem Motto, da wird dann nicht viel drüber diskutiert und viel berichtet. So viel zu Salzmann von mir aus. Eine Frage. Ist in der Risikorechnung auch drin die Kosten für Mietausfälle bzw. für den Ausfall der Flächen, die bisher angemietet wurden?
So, also, kurzes Vorwort zur Tüger. Muss man einfach wissen, 24,9% der Anteile an den städtischen Werken gehörten bis vor kurzem der Vattenfall AG und wurden dann mit Genehmigung der Stadt Kassel an die Tüger verkauft, die uns verkauft wird als ein kommunaler Energieversorgerkonzern. Wenn man sich die Geschichte der Tüger anguckt, dann stellt man aber fest, dass die eigentlich auch aus der klassischen Energiegewinnungsbranche kommen, und das findet man sowohl in deren Portfolio als auch im Personal, was da tätig ist. Die sind halt mittlerweile einfach nur im Kommunalbesitz. Aber die Problematik, die wir bei der Tüger insgesamt haben, die haben wir ja schon öfters beschrieben, dass wenn wir als Linke dafür eintreten, dass öffentliche Aufgaben auch von der öffentlichen Hand, also Eigenbetrieben oder aber Firmen, die zu 100% der öffentlichen Hand gehört, dass es dazu gehört, dass die dann auch anders bewirtschaftet werden, dass es eben anders gemanagt wird und nicht, dass sie gemanagt werden wie jedes x-beliebige andere profitorientierte Unternehmen auch. Eben zumindest dann, wenn es um Aufgaben geht, und dazu gehört die Energie- und Wasserversorgung eben in Sicherheit, wo die öffentlichen Interessen, die Versorgung der Bevölkerung im Vordergrund stehen muss und eben Profitinteressen da nichts zu suchen haben. So, also ist das bei der Tüger gelandet und man hat uns da versprochen, die Tüger ist total klasse, das ist ein Kommunalkonzern, und selbstverständlich kümmert man sich da auch an dieser Stelle um die Umsetzung von erneuerbaren Energien, und erneuerbare Energien sind Markt, und an diesem Markt mischen alle mit. Da müssen wir nur einmal ins Fernsehen gucken und die Fernsehspots im Moment von RWE uns angucken und von General Electric, die sind alle sowas von grün, das ist unglaublich. Das hat mit erneuerbaren Energien und einer Wandlung auch von dem wirtschaftspolitischen Ansatz, der bei einem Wandel im Energiemarkt mit dazugehören muss, nämlich mehr zurück in öffentliche Hand, Rekommunalisierung und vor allem auch Dezentralisierung, hat das noch überhaupt nichts zu tun. Jetzt bietet uns der Magistrat nicht ein Konzept für eine Bürgerbeteiligung an, wofür er vor einem Jahr von der Stadtverordnetenversammlung den Auftrag bekommen hat. Also, damit da kein Missverständnis aufkommt, wir als Linke haben nicht gesagt, das ist total super, ein solches Projekt von Bürgerbeteiligung, weil wir haben gesagt, diese Projekte von Bürgerbeteiligung sind mit Sicherheit besser als eine Vattenfall und wahrscheinlich auch besser als eine Tüger. Die haben aber den großen Nachteil, dass es bereits eine Bürgerbeteiligung oder Bürgerinnenbeteiligung derjenigen ist, die sich das leisten können. Und diejenigen, die es nicht leisten können, sind außen vor. Die beste Bürgerbeteiligung ist die Rekommunalisierung. Aber dennoch haben wir gesagt, es ist bestimmt besser als sowas wie eine Vattenfall. Und deswegen gab es einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, den wir uns aber nicht mitgetragen haben. Aber dennoch gibt es ihn als Auftrag an den Magistrat, bring uns ein Konzept für Bürgerbeteiligung. Das gibt es also nach einem Jahr immer noch nicht. Stattdessen gibt es jetzt ein Angebot, dass die Stadt in eine Firma investieren soll, die soll heißen Tüger Erneuerbare Energien GmbH und Co. KG. Eine Tochtergesellschaft der Tüger, an der die Stadt auch schon beteiligt ist. Und diese Tüger Erneuerbare Energien GmbH, die verspricht, dass sie eben in erneuerbare Energien investiert. Und das Versprechen lautet natürlich, das auch in den Regionen zu machen. Das sind so dann Schlagworte, mit denen so ein bisschen Reklame gemacht wird. Aber es steht ausdrücklich auch drin, und nach unserer Einschätzung steht das im Vordergrund, Investitionen in Offshore. Und wer sich eben mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt hat, der weiß, dass Offshore im Grunde genommen grün gewaschene Fortsetzung von großindustrialisierter Energieproduktion ist und das eben immer in den Händen von den Großen, und dass zu den Ideen einer Wandlung im Energiemarkt, die also selbst in der SPD, sage ich mal, ein Hermann Scheer vertreten hat. Ich habe Hermann Scheer hier mal auf einer Neujahrsempfang der SPD reden hören dazu. Da hat er Applaus gekriegt, aber nicht von Hilden, nicht von Frankenberger und nicht von Decker und diesen Figuren, weil die nämlich grüne Energie auch lustig finden, aber mit seinem Ansatz, dass Energiegewinnung und Energieverteilung
aus den Händen der Privaten genommen werden muss, erstens, und zweitens dezentralisiert werden muss, damit hatten die keine Verträge. Also die Tüger erneuerbare Energien wird massiv in Offshore investieren, das ist relativ sicher. Und dann wird sie an dieser einen oder anderen Stelle auch noch ein nettes Projekt machen. Und was an dieser Stelle neben dem üblichen Privatisierungsmist, den wir, wie ich finde, zu Recht kritisieren, an dieser Stelle besonders ärgerlich ist, ist, erstens ist es auch wieder komplett kreditfinanziert. Und ich stelle mir das mal vor, jedes Mal, wenn wir mit irgendetwas kommen und sagen, da brauchen wir Geld für und das kostet vielleicht, ihr Schuldenmacher schallt es uns entgegen, da kann man sich drauf verlassen, diesen Abend in der Kirche. Und dann kriegen wir jetzt in einer Stadtverordnetenversammlung zwei Privatisierungsprojekte letztendlich vorgelegt mit einem Gesamtvolumen von 8 Millionen und das wird komplett auf Pump finanziert und das ist überhaupt kein Problem. Das finde ich einen absoluten Hammer. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man sich die Verträge anguckt, die uns vorliegen, an dieser Stelle muss man sagen, alles das, was man im Moment dazu vorlegen kann, haben wir gekriegt. Da gibt es jetzt im Hintergrund wahnsinnig viel mehr, zumindest habe ich keine Anzeichen dafür gefunden, weist darauf hin, dass mit diesen 5 Millionen, die die Stadt da reintun soll, beziehungsweise finanziert über Kredit soll es der KVV-Konzern, es nichts anderes ist als ein Eintrittsgeld in diese Tüger erneuerbare Energien, wofür die Stadt dann einen Aufsichtsratssitz bekommt. Und dann steht in der Vorlage aber schon drin, dass weitere Gesellschafter gewonnen werden sollen, dass mit Kapitalerhöhungen zu rechnen ist. Die Stadt muss diese Kapitalerhöhungen nicht mitgehen. Wenn sie aber nicht mitgehen, wird der Gesellschaft Anteil verwaschen. Und dann wird mit Sicherheit irgendjemand um die Ecke kommen und sagen, ja, wenn wir jetzt nicht mitgehen, dann geht aber unser Aufsichtsratssitz flöten. Und die werden uns mit Sicherheit weismachen wollen, dass das mit Einfluss verbunden ist, was natürlich Kokolores ist. Vor allem deswegen auch Kokolores ist, weil der Aufsichtsratssitz nicht, sage ich mal, über das gewählte Stadtparlament in irgendeiner Weise delegiert wird, sondern der Aufsichtsratssitz wird wahrgenommen vom Vorstand, von einem Vorstandsmitglied des KVV-Konzerns. Und das läuft bei denen unter normalen operativen Geschäft. Da haben wir dann als Stadt oder Stadtverordnete nur ganz begrenzt Einfluss. Also einmal ein hohes Eintrittsgeld mit relativ garantierten Nachschussverpflichtungen oder einem Druck für Nachschuss. Und das geht noch weiter, weil ausdrücklich drinsteht, dass die Projekte, die dann über die Tüger erneuerbare Energien angestoßen werden sollen, jeweils wieder einzelne Projektgesellschaften gegründet werden. Und dann habe ich gefragt, gesagt, aha, dann werden also drei Windräder in Nordhessen gebaut, geht ja um die Stärkung der regionalen Energien. Und dann steht drin in dieser Vorlage auch, dass nach bestimmten Systematiken also nicht nur Rendite zurückkommen soll, sondern auch Energie in die Region, also wir wollen ja dann grüne Energie haben, wie das denn funktionieren soll. Und da ist ganz klar, wenn die Stadt daran partizipieren will, dann muss sie sich mit Extrageld auch nochmal an der Projektgesellschaft beteiligen. Also was nochmal ein Ausrufungszeichen dahinter macht, dass diese 5 Millionen wirklich nicht mehr sind als ein Eintrittsgeld. Ich finde an dieser Stelle bemerkenswert im Hinblick auf die Ignoranz gegenüber dem Thema der erneuerbaren Energien zusammen mit dem Umbau von Wirtschaft, dem Notwendigen, aber auch die Tatsache, dass wir hier in Nordhessen eine wahnsinnige Kompetenz und damit auch ein Potenzial haben, tatsächlich selber, ohne über diese weiten Umwege, eine regionale Energieversorgung auf die Beine zu stellen. Wir haben das Fraunhofer-Institut, ehemaliges BISET, die auch nicht erst seit gestern am Start sind, sondern mittlerweile eine international gefragte Adresse, die wir für die Entwicklung lokaler Energieversorgungsprojekte und Ideen nutzen können. Wir haben den Verein DENET, der mittlerweile für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland eine Kompetenzadresse sind, wenn es darum geht, einzelne Regionen auf autonom umzustellen auf erneuerbare Energien. Wir haben, und das ist ja auch durch unseren Druck dann irgendwann endlich passiert, die Gründung der Stadtwerke Union Nordhessen gehabt, wo auf lokaler Ebene so ein Verbund hergestellt worden ist,
mit fünf Wolfhagen fällt mir sofort ein, Groß-Almerode und die Stadt Kassel, ich glaube, es waren fünf oder sechs kommunale Energieversorger hier in Nordhessen. Und ich wäre ja sogar bereit zuzustimmen, dass 5 Millionen auch meinetwegen auf Kredit in Projekte gesteckt werden, wenn sie denn direkt lokal an solchen Stellen investiert würden. Stattdessen schicken wir sie an eine Tüger erneuerbare Energien in die Ferne, kriegen, wie gesagt, den Aufsichtsratssitz dafür und dann kriegen wir irgendwann nochmal ein lokales Projekt, da können wir aber nochmal für bezahlen. Das ist von vorne bis hinten unter dem Gesichtspunkt dieses Umbaus, den wir da brauchen, ist das wirklich, der Rainer, der sagt driss dazu. Das hat überhaupt keine Substanz und hat nochmal auch mit der nach außen postulierten grün-roten Programmatik nichts zu tun. Und deswegen ist es uns an dieser Stelle leicht gefallen, es abzulehnen. Und ich finde es erschreckend, wie leicht es dieser Koalition aus Grün-Rot in Kassel fällt, dem zuzustimmen. Und ich wundere mich kein bisschen, dass es bei der Zustimmung eine die übliche riesengroße Koalition aus Rot, Grün, Schwarz-Gelb gibt. Punkt. Einsatz Magistratsentscheidung. Ist das interessant? Ich habe nicht gehört, dass er abgelehnt hätte. Es sieht genau so aus und dann gucken sie alle an, als ich gerade vom Mond gefallen, weil ich als Einzige abgelehnt habe. Alle anderen mit Bauchschmerzen. Aber ja. Kinder. Okay, machen wir. Diskussionsrunde wieder.